Und wir kommen zum Einzelplan 08. Und als erstes hat Frau Dr. Sommer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die sozialdemokratische Grundüberzeugung und Leitlinie ist soziale Teilhabe, die Gleichberechtigung, die Chancengleichheit mit der Überzeugung, dass jede und jeder den gleichen Wert besitzt. Unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft darf niemand von Geburt an auf einem bestimmten Lebensweg festgelegt werden, sondern soll eine faire Chance haben, das Beste aus seinem Leben zu machen, gleichberechtigt und selbstbestimmt teilhaben zu können. Herkunft darf kein Schicksal sein. Das ist Anspruch der SPD seit ihrer Gründung, und dieser Anspruch gilt auch heute. Zentrale Voraussetzungen für Teilhabe sind gleiche Bildungschancen für alle. Das fängt mit der frühkindlichen, gebührenfreien Bildung an. Sie ist Schlüssel für Chancengerechtigkeit. Herr Wagner, Sie haben gestern auf das Gute-Kita-Gesetz eingegangen in Ihrer Rede. Unter der Federführung von Familienministerin Franziska Giffey ist ein sehr gutes Gesetz entstanden, das die Länder finanziell massiv unterstützt und für die Verbesserung des Kita-Ausbaus und der Angebote sorgt. Etwa 4 Millionen € kommen vom Bund nach Hessen bis 2022. Es wird in Qualität, Personal und die Entlastung von Erzieherinnen und Erziehern investiert. Ich möchte aber an dieser Stelle klarstellen, Herr Wagner, dass im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen geschrieben steht, dass für jeden Euro, der vom Bund kommt, Hessen einen draufsetzt. Ja, doch was machen Sie? Was macht Schwarz-Grün? Sie nehmen das Geld nicht aus dem Landeshaushalt, sondern greifen einmal wieder in das Geld der Kommunen und der Städte und Gemeinden, meine Damen und Herren. Denn eigentlich sollten ab dem kommenden Jahr die Mittel aus der bisherigen Gewerbesteuerumlage zum Aufbau Ost wieder selbst zustehen. Aber nein, Sie nehmen den Kommunen das Geld weg. Und das, meine Damen und Herren, ist Ihre Politik auf Kosten Dritter. Herr Wagner, wir wollen Kommunen endlich entlasten und den Anteil des Landes an den Betriebskosten für Kitas schrittweise erhöhen. Denn oftmals sind dies die größten Defizite in den kommunalen Haushalten. Das müssten diejenigen Kollegen wissen, die auch dort aktiv sind. Wenn Ihnen wirklich die Verbesserung von Kitas am Herzen liegen würde, dann würden Sie eigenes Geld in die Hand nehmen und nicht das der Kommunen, meine Damen und Herren. Hohe Krippengebühren, meine Damen und Herren, halten Kinder von ärmeren Familien von früher Bildung fern und verschlechtern ihre späteren Bildungschancen. Da die finanziellen Belastungen der Eltern für die Betreuung gerade in diesem Bereich hoch sind, ist hier die Freistellung von Elternbeiträgen ein Baustein, um Kinder zu fördern und Eltern zu entlasten. Das wollen wir. Kleine Kinder sind sehr viel klüger als vor 20, 30 Jahren noch für möglich gehalten wurde. Kinder sind Forscher, Beobachter, Zuhörer, Nachahmer und Denker, lange bevor sie richtig sprechen, geschweige denn lesen und schreiben oder die Schuhe zubinden können. Die Kinder in dieser Phase nicht zu fördern, wäre fatal. Und ich hoffe, die CDU sieht in der frühkindlichen Bildung keinen Angriff mehr auf die Familie, meine Damen und Herren. Damit Kinder von Anfang an gut betreut werden, brauchen wir aber auch entsprechendes Personal. Die Erzieherausbildung dauert 3 Jahre. Das Praxisjahr ist oftmals durch die Träger unterschiedlich vergütet. Deswegen wollen wir eine tarifliche Entlohnung, um die Kita-Ausbildung attraktiv zu gestalten und dem Fachkräftemangel in Hessen entgegenzutreten. Und um einen guten Übergang von Schule und zum Beruf zu gewährleisten, wollen wir im Gegensatz zur schwarz-grünen Koalition das Programm der Berufseinstiegsbegleitung fortsetzen. Hier werden Schülerinnen und Schüler gerade aus Haupt- und Förderschulen mit Schwierigkeiten beim Start ins Berufsleben begleitet.
Meine Damen und Herren, das Programm lief mit Ende des Schuljahres 18/19 wegen fehlender Finanzierung aus. Eine Übernahme der Kofinanzierung wurde von der Koalition bislang abgelehnt, sodass die Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 19/20 keinerlei Unterstützung mehr erhalten. Diese Lücke, finden wir, muss geschlossen werden, damit junge Menschen weiterhin unterstützt werden, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, den Schulabschluss zu schaffen, in Bewerbungsgesprächen unterstützt werden und sich im ersten Ausbildungsjahr zurechtfinden können und wieder weiter vorankommen. Wir wollen, dass jede und jeder teilhaben kann. Und Bildung, das sage ich noch einmal klar und deutlich, ist Schlüssel zum Erfolg, zur Teilhabe, zum selbstbestimmten Leben und ebenso Schlüssel für soziale Absicherung. Dafür stehen wir als SPD. Wie wichtig die soziale Absicherung ist und diese in den Fokus zu rücken, zeigt der veröffentlichte Armutsbericht des Paritätischen im Dezember. In Hessen steigt die Armut so stark wie in keinem anderen Bundesland. Ich wiederhole es noch einmal. In Hessen steigt die Armut so stark wie in keinem anderen Bundesland. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis für diese Landesregierung. Es ist Zeit, endlich zu handeln. Denn bereits ein Fünftel der unter 18-Jährigen lebt in Armut. Und das ist sehr beunruhigend, meine Damen und Herren. Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kämpfen wir für eine solidarische Gesellschaft. Und das Land Hessen muss endlich wieder Partner der Menschen werden und dort Hilfe gewährleisten, wo sie benötigt wird. Denn das erwarten unsere Bürgerinnen und Bürger von Politik. Das Sozialbudget wird aufgehübscht, und das ist auch gut so. Doch bleibt Hessen in seinen Möglichkeiten zurück. Die Landesregierung macht zu wenig. Das fängt beim Start im Leben an, bei der Geburt. Wie wir gestern in der Fragestunde gehört haben, gibt es einen runden Tisch. Der hat sich jetzt zweimal getroffen, also runder Tisch für Hebammen. Aber man hört immer nur Ankündigungen. Vom Handeln hört man nichts. Noch in 2016 hat die Landesregierung bestritten, dass es überhaupt einen Hebammenmangel in Hessen gibt. Aber dank des Drucks der Verbände und uns als Oppositionsfraktion hat die schwarz-grüne Landesregierung sich dazu durchgerungen, die SPD-Forderung der zu folgen, eine statistische Erhebung zu machen. Diesen Antrag hatten Sie abgelehnt. Aber wir haben ja gerade von Minister Al-Wazir das schöne Zitat von Oscar Wilde gehört, dass Nachahmung die beste Anerkennung ist. Dann herzlichen Dank dafür. Leider haben wir aber Recht behalten, weil wir haben damals schon gesagt, dass wenn die Ergebnisse wieder viel Zeit in Anspruch nehmen, einfach dass eine vertane Zeit ist und wir den Hebammen und den Eltern in ihrer Situation nicht helfen können. Und gestern, Herr Minister, haben Sie gesagt, Sie haben keinen Zeitplan und es dauert immer noch. Das ist vertane Zeit. Wir wollen jetzt Hilfe für die Hebammen. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass endlich die Haftpflicht, dass den Hebammen bei den Haftpflichtbeiträgen geholfen wird, dass wir sie unterstützen, denn das bedroht die berufliche Existenz und verschärft den Versorgungsengpass hier in Hessen, meine Damen und Herren. Das Land ist hier in der Verantwortung, durch eine geeignete Versorgungsplanung die flächendeckende Versorgung mit Geburtskliniken, Hebammen und Angeboten für werdende Eltern sicherzustellen. Und, meine Damen und Herren, Kinder und Eltern haben Rechte. Damit Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen, aber auch Beratung und Unterstützung behalten, braucht es eine dauerhafte Landesförderung der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen. Deswegen sagen wir, das Konzept des Vereins Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte, das ist unterstützenswert, im Gegensatz zu Ihnen. Meine Damen und Herren, Kinder und Eltern haben Rechte und brauchen soziale Absicherung. Frauen und Mütter mit Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, haben es schwer, in Hessen noch einen Platz im Frauenhaus zu finden. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Die Frauenhäuser sind überfüllt. Es gibt zu wenig Familienzimmern.
fast 3.000 Frauen pro Jahr in 16, 17 und 18 konnten nicht aufgenommen werden. Hauptgrund dafür ist aber auch, dass stabilisierte Frauen keine bezahlbaren Wohnungen finden und ihren Platz im Frauenhaus deswegen nicht räumen können. Wir fordern aufgrund der akuten Situation in den Frauenhäusern eine Umsetzung des Bundesprogramms schon ab diesem Jahr und eine Beteiligung des Landes in gleicher Höhe sowie eine bessere sachliche und personelle Unterstützung, damit auch Hessen der Istanbul-Konvention besser nachkommt, meine Damen und Herren. Und auch die medizinische Soforthilfe, Soforthilfe nach Vergewaltigung und häuslicher Gewalt müssen in Hessen weiter ausgebaut werden. Soforthilfe befürworten wir auch im Bereich der psychiatrischen Versorgung. Denn 80-90% aller Zwangseinweisungen können durch eine Krisenintervention verhindert werden. Ein flächendeckender 24-Stunden-Krisendienst in allen Kreisen und kreisfreien Städten kann Drehtüreffekte verhindern und Betroffenen Hilfe leisten. Einen solchen Krisendienst würde der Landesregierung gerade nach den Debatten, die wir im letzten Jahr haben, sehr gut zu Gesicht stehen, meine Damen und Herren, wenn Sie psychisch kranke Menschen ernsthaft unterstützen wollen. Auch die Gemeindeschwester 2.0 soll Menschen helfen und die Versorgung ergänzen und sicherstellen. Seit Juni 2019 werden insgesamt 18 Gemeindeschwestern vom Land gefördert. Hier waren im Haushalt 2019 insgesamt 1,85 Millionen € vorgesehen. Jetzt gibt es nur noch 1 Million € dafür. Die Kürzung der Mittel bei einer sich zunehmenden schlechten Versorgung, finden wir, ist das falsche Signal. Zumal wir aus dem Ministerium vernommen haben, dass scheinbar bereits jetzt keine Mittel mehr für 2020 zur Verfügung stehen, da diese nämlich bereits komplett gebunden sind für die laufenden Projekte, sodass eben keine neuen Anträge mehr bewilligt werden vom Land. Es kann doch nicht sein, dass Sie erst ab 2021 wieder neue Anträge bewilligen wollen. Wir wollen zumindest jetzt schon eine schrittweise flächendeckende schrittweise Gemeindeschwestern in die Fläche bringen. Und wir sehen auch Ihre Relation. Eine Gemeindeschwester für 36 bis 53 Einwohner einzusetzen, nicht für zielführend, meine Damen und Herren. Insgesamt, meine Damen und Herren, soll Sozialpolitik Lebensrisiken absichern, erschwerte sozialbedingte Lebenssituationen abmildern, ein gutes Leben von Geburt bis ins Alter gewährleisten. Hier machen wir Ihnen Vorschläge, und ich habe Ihnen aufgezeigt, dass die Landesregierung Luft nach oben hat. Wir brauchen eine starke Daseinsvorsorge, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen, gute Bildung von Anfang an, Arbeit, Solidarität, Menschlichkeit. Dafür steht die SPD auch mit ihren Haushaltsanträgen, um Menschen sozial abzusichern, ihnen Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, Gleichberechtigung und Chancengleichheit bestmöglichst umzusetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Für die CDU-Fraktion hat sich die Abg. Ravensburg zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir beraten heute über den ersten Haushalt in der zweiten Legislaturperiode von Schwarz-Grün. Unser Sozialhaushalt ist, und das kann man sehr schön sehen, ein Spiegelbild unserer erfolgreichen Sozialpolitik. Aber nicht nur das, sondern auch der Startschuss für wichtige, in unserem Koalitionsvertrag verankerte sozial- und integrationspolitische Ziele, die wir umsetzen wollen. Und er hat auch eine neue Struktur, das sieht man schon im Bereich Flüchtlinge. Zwar sind die Mittel für die Erstaufnahme und für die Landesaufnahmegesetze deutlich gesunken, aber der Flüchtlingsbereich findet nach wie vor für uns eine große Bedeutung, und wir werden auch weiterhin
Integrationspolitik als wichtiges Ziel unserer Arbeit sehen. Denn die Integration der Flüchtlinge, die hier bei uns in unserem Land leben, das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Neben der Sprachförderung ist auch die Integration in den Arbeitsmarkt der hier Lebenden ein ganz wichtiges Ziel. Und ich nenne unsere beiden Programme, die sehr erfolgreich bereits laufen und die wir fortführen wollen, nämlich Sozialwirtschaft integriert und Pflege integriert. Und wir werden hier Wir lassen die Flüchtlinge nicht allein, sondern wir begleiten sie durch Sprachförderung, durch sozialpädagogische Begleitung. Und sie werden ebenfalls betreut durch viele Ehrenamtliche, die sich mit großem Engagement in der Flüchtlingsbetreuung einsetzen. Wir werden deshalb das WIR-Programm mit diesen Beratungs- und Betreuungsangeboten fortsetzen. Und ich danke allen Ehrenamtlichen, die sich hier in diesem Bereich einsetzen. Ein weiterer wichtiger Eckpunkt unserer Sozialpolitik ist der Familienbereich. Wir werden die Familienzentren weiter ausbauen und haben hierzu 1 Million € zusätzlich vorgesehen. Denn die Familienzentren, die sind Knotenpunkte für die Betreuung, für den Zugang an Menschen, die sonst keine Hilfe hier bei uns im System finden, für Beratung und Unterstützung. Und in einer Servicestelle wollen wir zukünftig diese Familienzentren, die wir flächendeckend in Hessen bald haben, besser vernetzen und den Qualitätsentwicklungsprozess begleiten. Unsere besondere Unterstützung verdient auch das Müttergenesungswerk. Es ist mir ein besonderes Anliegen und unseren beiden Fraktionen auch, dass wir überlasteten Müttern und Vätern, gerade Alleinerziehende sind hier besonders betroffen, und in schwierigen Lebenssituationen, z.B. weil ihr Kind erkrankt ist. Sie brauchen Beratung und Hilfe bei der Beantragung von Mutter-Kind-Kuren. Wir wollen sie nicht alleine lassen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass die Beratungsstellen in Hessen weiter aufrechterhalten bleiben und werden das Müttergenesungswerk mit weiteren 100.000 € unterstützen. Und zur Pflege. Ab 01.01.2020, also gerade ganz frisch, startete in Hessen und in Deutschland die generalisierte Pflegeausbildung. Es ist wichtig, dass wir bundesweit eine kostenfreie Ausbildung über den Pflegefonds finanzieren. Aber Hessen beteiligt sich an den Mietkosten und bei den Kosten der Digitalisierung. Denn es ist ja richtig und wichtig, dass auch die Pflegeschulen hier Möglichkeit zum Zugang zur Digitalisierung haben. Die Fachkräftesicherung in der ambulanten und in der stationären Pflege, die wird in der Zukunft an Bedeutung weiter zunehmen. Aber Hessen ist hier bereits aktiv, z.B. indem wir das Welcome Center in Frankfurt etabliert haben, um Pflegekräfte aus dem Ausland bei der Bewältigung der formalen Aufgaben, um eine Arbeitserlaubnis hier in Deutschland zu bekommen, zu unterstützen, ebenso die Arbeitgeber, und sie bei der Integration hier im Hessenland zu unterstützen. Zudem wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern auch im Pflegefall ermöglichen, möglichst lange in der eigenen Umgebung wohnen bleiben zu können. Neben einer kompetenten Beratung der Pflegestützpunkte wollen wir noch intensivere Unterstützung für die Familien, die vor der Frage, wie organisiere ich Pflege, stehen, anschließen. Diese Modellprojekte wollen wir mit 150.000 € im Haushalt verankern. Das haben wir gemacht, um sie zu erproben. Genauso wichtig ist es auch, neue Wohnformen für generationenübergreifendes Wohnen hier in Hessen zu etablieren. Denn wir haben es mit wegbrechenden Familienstrukturen zu tun. Alte Menschen vereinsamen, weil sie alleine leben und dann auch wenig Hilfe und Unterstützung finden. So wollen wir mit 250.000 € auch hier ein Modellprojekt
etablieren, um neue Wohnformen zur Verfügung zu stellen, die der Vereinsamung der Menschen entgegenwirken und die Nachbarschaftshilfe fördern können. Der Verbleib zu Hause, das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch der Wunsch vieler Menschen an ihrem Lebensende. Die ehrenamtlich arbeitenden ambulanten Hospizgruppen begleiten diese Menschen vorbildlich mit großer Empathie und Zuwendung. Im Haushalt wollen wir diese engagierte und fürsorgliche Arbeit unterstützen, indem wir Investitionsmittel von 100.000 € bereitstellen für Kosten, die die Pflegekassen nicht finanzieren, die aber für ihre Arbeit so wichtig sind, um eine vernünftige Ausstattung zu haben. Und auch hier ist die Frage, wie können die Digitalisierung bezahlt werden. Wir danken hier ebenso allen, die sich in den ambulanten Hospizgruppen ehrenamtlich engagieren. Kinder und Jugend. Selbstverständlich haben wir eine Kinder- und Jugendrechtsbeauftragte in Hessen etabliert. Und wir werden auch sehen, dass wir bald dort eine neue Stellenbesetzung haben. Denn die Betreuung der Kinder und Jugendlichen, das ist bei uns, für uns sehr wichtig und spiegelt sich auch hier im Landeshaushalt wider. Zunächst will ich bei der Kinderbetreuung beginnen. Ich habe es in meiner letzten Rede gesagt. Wir setzen auf den Dreiklang in der Kinderbetreuung: Beitragsbefreiung, Qualitätsausbau und quantitative Schaffung von weiteren Plätzen. Neben der Beitragsfreistellung in allen drei Kindergartenjahren stärken wir jetzt die Qualität in der Kinderbetreuung. Ja, und da kommen jetzt die Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz vom Bund, und wir sollen uns freuen. Doch die Bundesfamilienministerin Giffey bringt uns nur Geld für 3 Jahre, beziehungsweise jetzt bleiben noch 3 Jahre. Und danach werden wir wohl im Regen stehen gelassen, sodass wir in 3 Jahren bereitstehen müssen, um die voraussichtlich ausfallenden Bundesmittel aus Landesgeld zu übernehmen. Und das werden wir tun, denn es ist uns wichtig, dass wir die Kommunen in dieser wichtigen Aufgabe auch unterstützen. Aber Frau Dr. Sommer, vielleicht können Sie Ihren Einfluss auch noch einmal nach Berlin geben, dass Berlin sieht, dass es wichtig ist, dass dieses Programm auch im Bundesfamilienministerium fortgeführt wird. Ähnliches gilt übrigens auch für die Investitionsförderung des Bundes für den Kita-Ausbau. Auch hier wird das Land als Partner der Kommunen eintreten, weil der Bund die steigenden Kinderzahlen ignoriert und das Förderprogramm zum Jahresende auslaufen ließ. Frau Abgeordnete Ravensburg, ich darf Sie an die selbst. Ja. Meine Damen und Herren, für mich ist wichtig, dass wir den Kinderschutz und das Sozialbudget fördern und dass wir einen wichtigen weiteren Schwerpunkt in der Gesundheitspolitik setzen. Es ist uns wichtig, dass wir die Landratsstipendien auch im ländlichen Raum weiterführen und dass wir die Krankenhäuser fördern mit 280 Millionen € pro Jahr. Denn alleine 208 Millionen € sind für die Investitionspauschale reserviert. 60 Millionen € erhöhen wir für die Krankenhäuser die Investitionen. Wir schaffen neue Strukturen zur Vernetzung und Verbundbildung. Und wir fördern das ehrenamtliche Engagement hier in Hessen. Und ich will noch ein letztes Beispiel nennen, nämlich wir wollen die Tafeln fördern. Wir finden, diese Arbeit ist so unterstützenswert. Aber die Strukturen ändern sich, und für das Zentrallager in Gießen wollen wir Hilfe leisten, indem wir 100.000 € zum Aufbau der Kapazitäten zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, der Sozialhaushalt 2020 wird die Infrastruktur in Hessen weiter verbessern, das Ehrenamt stärken und die Familien unterstützen. Und deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen im Haushalt. Und wir danken unserem hessischen Sozialminister Kai Klose für die Unterstützung unserer Arbeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Ravensburg. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abg. Richter zu Wort gemeldet.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen verändert werden. Die zu verpflichtenden Transferleistungen in Höhe von rund 221.666.000 € führen und Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreffen. Das ist für den hessischen Steuerzahler eine untragbar hohe Summe. Wenn für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling in Hessen über 100.000 € im Jahr vom Steuerzahler aufgebracht werden müssen, können wir das als Politiker den deutschen Bürgern überhaupt nicht mehr vermitteln. Erklären Sie solche Summen bitte all jenen in unserem Land, bei denen Sie auf jeden Euro achten, z.B. den Rentnern und sozial schwachen Familien. Dazu gehören selbstverständlich auch Familien mit Migrationshintergrund. Hier ist den Politikern der etablierten Parteien jeglicher moralischer Kompass verloren gegangen. Wir haben eine Kürzung in diesem Bereich in Höhe von 65 Millionen € vorgenommen und kommen dann immer noch auf einen Betrag von 156.666.000 €. Vielleicht hilft bei weiteren Einsparungen auch unser Antrag zu AWO, dem Sie morgen gerne zustimmen können. Denn diese ist schließlich und endlich auch an der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beteiligt. Meine Damen und Herren, nehmen wir doch bitte diese Situation zum Anlass, gerade soziale Kosten, vielen lieben Dank, dergestalt zu hinterfragen, ob sie überhaupt bei den Menschen ankommen oder ob nicht auch da jene davon profitieren, die darin ihr Geschäftsmodell gefunden haben. Damit bin ich gleich beim nächsten unserer Anträge, nämlich der Reduzierung der Kosten bei der Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und Integration. Wir haben diesen Bereich um 3,8 Millionen € gekürzt, da wir den Erfolg dieses Förderproduktes erst geprüft sehen möchten und es nach unserem Dafürhalten weitaus angebrachter ist, die Resultate abzuwarten und zu bewerten, die Kosten zu überprüfen, um dann komplett neu zu strukturieren. Beim Leistungsplan Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen haben wir uns erlaubt, diese freiwilligen Transferleistungen komplett zu streichen. Dieses Förderprodukt soll Menschen mit geringem Einkommen den Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln ermöglichen. Ziel ist die soziale Sicherung sowie die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Richtig wäre es, meine Damen und Herren, den Regelsatz anzugleichen und/oder den Mehrbedarf für erwerbsfähige behinderte Menschen zu erhöhen. Ach, Sie können doch Resolutionsanträge stellen. Für erwerbsfähig behinderte Menschen zu erhöhen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür auf den übergeordneten Ebenen zu schaffen. Jetzt halte ich einmal fest, was das für ein Ergebnis ist, was Sie dort bringen. Wenn jede Stadt und jede Gemeinde in Hessen hier zugreifen möchte, um den Menschen eine soziale Sicherung sowie die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, dann würde jede Stadt und jede Gemeinde die Summe von, und jetzt halten Sie sich fest, ungefähr 200 € erhalten. Dieses Förderprodukt ist barer Unsinn. Wir wissen nicht, wer damit bedient werden soll, der Bürger jedenfalls nicht. Kleiner Tipp von uns als AfD. In der nächsten Broschüre, wo sich die hessische Landesregierung wieder einmal selbst über den Klee lobt, darf dieses Förderprodukt natürlich nicht fehlen, damit Menschen in sozialer Not denken, es würde etwas für sie getan und das Kreuz an der vermeintlich richtigen Stelle machen. Hoffentlich kommen nicht zu viele auf diese Idee, sich sozial benachteiligt zu fühlen, Geld einzufordern, um dann festzustellen, es ist längst keins mehr da. Wir erinnern uns, dass dies nicht der erste Fall gewesen wäre, aber eine entsprechende Anfrage ist von uns als AfD ja bereits im Geschäftsgang und betrifft die Kindertagesstätten. Nun komme ich zu einem weiteren Punkt, für den die Steuerzahler richtig kräftig in die Tasche greifen müssen, nämlich zum Leistungsplan Diskriminierung. Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, Akzeptanz und diskriminierungsfreies Miteinander gestaltet sich durch unser aller Zusammenleben und in einem hohen Maß auch am Integrationswillen von Migranten, deren Selbstverwirklichung in Deutschland niemand, aber wirklich niemand im Wege steht. Freiwillige Transferleistungen in Höhe von 800.000 € in Antidiskriminierungsmaßnahmen zu stecken, dürfte wohl in Wahrheit viel eher
parteipolitische Hintergründe haben. Und auch hier werden wir genauer hinschauen, wer denn da eigentlich das Geld bekommt und welche Strukturen dahinter entstehen und zu welchem Zweck. Solidarität, Herr Frömmrich, ist keine Frage des Geldes, sondern entsteht durch Akzeptanz in der Bevölkerung aufgrund einer breit angelegten und legitimierten Politik, die Sie nicht betreiben. Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, wenn Sie Erfolge in der Antidiskriminierung erzielen möchten, dann beginnen Sie damit, unseren Anträgen zuzustimmen, unsere Familien zu stärken, indem diese sicher sind und der Bildungsbereich massiv gestärkt wird. Ein starkes Hessen wäre das Resultat. Und dazu gehört auch, mehr berufliche Hebammen für eine Tätigkeit in der Geburtshilfe zu gewinnen und mit dem Hebammenbonus entsprechend des bayerischen Modells einen Anreiz für den Verbleib in der Geburtshilfe zu schaffen, wie von uns in unserem Antrag auch gefordert. Damit auch zukünftig das flächendeckende Angebot an geburtshilflichen Leistungen in ganz Hessen erhalten bleiben. Nach dem bayerischen Modell erhält jede freiberuflich tätige Hebamme bei der Unterstützung von mindestens 4 Geburten einen Bonus von 1.000 € pro Jahr. So können wir gerade in den Herr Abgeordneter Richter, ich darf Sie an die angemeldete Rede erinnern. So können wir gerade in den ländlichen Gebieten Hessens werdende Mütter in erheblichem Umfang helfen. Und genau das ist das Ziel der Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Richter. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich der Abgeordnete Bocklet zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass ich zu meinem Vorredner nichts sage. Er hat sich selbst disqualifiziert mit vielen, vielen unsachlichen Bemerkungen und vor allem Kompetenzlosigkeit. Das ist schon bitter. Das ist schon bitter, mein Kollege Vorredner. Wenn Sie nur das Thema Antidiskriminierung, diesen Topf würde es nicht bedürfen, das Feld des Antidiskriminierung, wenn es nicht die AfD und ihre Klaköre gäbe, die jedes Mal wieder auf Minderheiten losgehen. Genau diese Minderheiten gilt es zu schützen mit solchen Beratungsstellen, wo sich verfolgte Minderheiten und diskriminierte Minderheiten hinwenden können. Genau deshalb haben Sie heute noch einmal einen Beweis dafür geliefert, dass es richtig ist, dass wir das in den Haushalt eingestellt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sozialetat Einzelplan 08 zeigt wichtige Strukturentscheidungen und Weichenstellungen für die Zukunft, den Aufbruch, den sozialen Aufbruch für 2020. Auf uns warten große Herausforderungen. Wir haben es gehört in der Sozialpolitik. Eine wichtige Herausforderung ist die Wohnungspolitik. Frau Kollegin Förster-Heldmann hat darauf Stellung genommen. Die zweite große Herausforderung ist ganz sicher die Gesundheitspolitik und die medizinische Versorgung flächendeckend. Und die dritte ist, dass wir die sozialen Infrastrukturen in Hessen sichern, dauerhaft sichern. Und dazu möchte ich Ihnen folgende Bemerkung machen. Wir haben ein Sozialbudget ein weiteres Mal aufgelegt, auch im kommenden Haushalt, der seit 2014 von 70 auf 120 Millionen € angewachsen ist. Und wir erhöhen ihn dieses Jahr um weitere 3 Millionen €. Es freut mich ganz besonders, weil wir in diesem Bereich Planungssicherheit schaffen für die vielen Vereine, Initiativen und Organisationen, die sich darum kümmern, um die Menschen, die in Not geraten, um die Menschen, die sich kümmern, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und genau für diese Menschen gibt es diese Gelder, die freiwilligen Leistungen des Landes Hessen. Dieses Sozialbudget ist bundesweit einmalig und sucht seinesgleichen in der Höhe und in der Art und im Umfang. Und das sollte man auch einmal stolz feststellen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist dort alles drin enthalten? Es sind über 50 Maßnahmen im Sozialbudget. Lassen Sie mich nur 4 herausgreifen. Nämlich die Maßnahmen zur Suchthilfe. Über 1 Million € stellen wir zur Verfügung, damit vor Ort Menschen geholfen werden kann, die der Sucht erliegen. Wir haben über 4 Millionen € für die Sprachförderung von Kindern im Kindergartenalter. Wir haben über 1 Million € für die bessere medizinische Versorgung im ländlichen Raum oder die stolze Summe von über 24 Millionen € für Ausbildung und Arbeitsmarktprogramme. Ich weiß, eine der Vorrednerinnen hat gesagt, Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir würde dort sehr wenig tun. Das liegt daran, dass es resultiert ist beim HSM ganz offensichtlich. Wenn man 24 Millionen € zur Verfügung stellt, um Jugendlichen zu helfen, einen Ausbildungsabschluss zu bekommen, einen Schulabschluss zu bekommen oder eine Ausbildung überhaupt durchführen zu können, dann ist das eine sehr, sehr gute Maßnahme.
und darauf muss man keine Kritik üben, sondern wir müssen als Staat dort nachhelfen, wo die duale Ausbildung offensichtlich nicht greift und die normale Schulbildung den Jugendlichen nicht zu Erfolg hilft. Da greifen wir als Land ein, und das ist auch richtig so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Maßnahmen sind enthalten, und wir machen noch weitere neue Maßnahmen in das Sozialbudget. Ich nenne nur, dass wir die medizinischen Versorgungszentren steigern wollen in Hessen, überall dort, wo wir wissen, dass es die niedergelassenen Ärzte keine Nachfolger finden, wollen wir Anreize schaffen, dass es MVZs gibt vor Ort. Wir stellen über 500.000 Euro mehr zur Verfügung für Familienzentren. Wir unterstützen jetzt auch neu die Beweissicherung bei Vergewaltigungen von Frauen, die nicht Anzeige erstatten wollen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass die Beweissicherung sofort stattfinden kann an Krankenhäusern und dass dadurch ermöglicht ist, auch in einem späteren Verfahren noch auf diese Beweise zurückzugreifen, um den Täter zu verurteilen. Das ist eine sehr wichtige Sache, auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Ein wichtiger Schritt und lange gefordert, auch vielen von Organisationen, ist die unabhängige Verfahrensberatung für Asylsuchende, die nicht nur dazu beiträgt, dass man den Rechten informiert, die man hat, sondern sie führt auch dazu, dass es weniger Gerichtsverfahren gibt, weil es rechtssichere Beratung gibt. Und deshalb ist die unabhängige Verfahrensberatung auch von uns neu mit über 250.000 € dort hinterlegt. Wir haben Patenschaftsprogramme für unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche. Ja, ich kann nur sagen, erfasst mich mit Scham, wenn ich so etwas höre, wenn geflüchtete Kinder ohne Eltern, ohne Schutz nach Deutschland kommen. Dass wir uns als Land darum kümmern, ist eine Selbstverständlichkeit. Und das, was Sie da gemacht haben, ist peinlich, ist zutiefst peinlich und menschenverachtend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sollte Sie beschämen, auf die Schwächsten loszugehen. Man muss Ihnen da nicht puderrot anlaufen. Sie haben auch jede Schamgrenze verloren in dieser Frage. Der zweite Schwerpunkt unserer Haushaltsanträge ist natürlich die frühkindliche Bildung. Wenn wir über 1 Milliarde € als Land zur Verfügung stellen für die Unterstützung der Kommunen bei Kindergartenbetreuung, dann ist das, um das noch einmal in Erinnerung zu bringen, Herr Merz hat das immer sehr aufgeregt, es ist nach SGB VIII kommunale Aufgabe, die Kinderbetreuung sicherzustellen. Und trotzdem beteiligt sich das Land mit über 1 Milliarde € und dieses Jahr neu mit über 140 Millionen Anteil daran. Ich glaube, das ist richtig so. Und den einzigen Antrag, den die SPD dazu zustande gebracht hat, ist, dass sie weitere 200 Millionen will, um jetzt schon eine kostenfreie herzustellen. Ich finde, Sie sollten darüber tatsächlich noch einmal in sich gehen. Kostenfreiheit hat zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Anreizwirkung, die wir auch in Teilen ja hier auch umgesetzt haben. Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass wir kleinere Gruppen haben wollen, mehr Fachkräfte haben wollen, Ausfallzeiten und Krankheitszeiten ersetzt haben wollen, wenn wir mehr Qualität in die Kindergärten bringen wollen, dann muss man sich irgendwann mal entscheiden, welche Priorität man setzt. Wir haben sie gesetzt, und der Minister hat sie zurechtgesetzt in der Vereinbarung mit den Kommunen. Wir setzen auf deutlich mehr Qualität in der Kinderbetreuung, und das ist auch richtig so. Dritter Schwerpunkt ist die gesundheitliche Versorgung und die Gesundheitspolitik. Und ich glaube, wir als Land Hessen haben schon mit einer stolzen Zahl von 250 Millionen € die Investitionen in Krankenhäuser unterstützt und erhöhen jetzt noch einmal um weitere 35 Millionen €. Damit ist das Land Hessen im oberen Drittel aller Bundesländer. Und diese Investitionen sind deshalb so wichtig, um das auch zu erzählen, weil viele Krankenhäuser durch die Bundesreform gezwungen waren, gerade beim Personal das einzusparen. Und das war kein gutes Zeichen, weil es dazu führte, dass vor allem Pflegekräfte in den Krankenhäusern abgebaut wurden. Mit den erhöhten Investitionsmitteln, die pauschal an alle Krankenhäuser, Plankrankenhäuser in Hessen gehen, wird es möglich sein, dass wir eine gute Qualität und vor allem erhalten und vor allem mehr Pflegepersonal halten können in den Krankenhäusern. Deswegen ist jeder Euro dort richtig angelegt. Wir brauchen gute und gesunde Krankenhäuser, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben also mit dem Sozialbudget in dem Sozialbudget mit dem Schwerpunkt Kinderbetreuung und mit dem Schwerpunkt Gesundheitspolitik stellen wir die Weichen für das nächste Jahrzehnt. Es ist niemals, nie und nie genug. Diesen Satz weiß ich auch als Sozialpolitiker. In dem Moment, wo man 1 € ausgegeben hat, wird die Forderung nach dem zweiten schon ausgesprochen. Das ist ein bisschen das Leid unseres Geschäftes. Die Kultuspolitiker wissen, wovon ich rede. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch jedes Jahr neue Herausforderungen haben, und denen man sich stellen muss. Und man muss ihnen aber trotz alledem in der finanzpolitischen Verantwortung und mit Augenmaß begegnen. Deswegen setzen wir diese Programme auch zur richtigen Zeit um, wenn das Geld da ist. Man kann nur das Geld ausgeben, was man auch eingenommen hat. Und deswegen haben wir die Schulgeldfreiheit jetzt für alle Gesundheitsfachberufe auch dann eingestellt, wann Geld da war, nämlich jetzt. Und das bedeutet, dass ab dem 1. August Schulgeldfreiheit für 8 Gesundheitsberufe möglich ist. Und das ist richtig.
komme zum Schluss. Eine gute soziale Infrastruktur gesichert dauerhaft planungssicher für die nächsten Jahre, eine gute soziale Infrastruktur, eine gute Kindergarten- und frühkindliche Bildungspolitik und schließlich gesunde Krankenhäuser, all das sind richtige gute Weichenstellungen. Ich glaube, in der sozialen Gesundheitspolitik sind wir gut aufgestellt mit diesem Haushalt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abg. Bocklet. Für die Freien Demokraten hat sich der Abg. Pürsün zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Einzelplan 08 ist das in Zahlen gegossene Tun oder manchmal auch Nicht-Tun des Ministeriums für Soziales und Integration. Die Gesamtausgaben sollen 2020 rund 1 980 Millionen Euro betragen. Dies ist eine Steigerung um knapp 67 Millionen Euro. Die Stellenzahl steigt deutlich um 25 Stellen auf 487,5. Der Haushalt des Sozialministeriums macht im Haushaltsjahr 2020 etwa 7% der Gesamtausgaben des Landes aus. Die Steigerungen der Gesamtausgaben erfolgen, obwohl die in den vergangenen Jahren prägenden Ausgaben für Flüchtlinge, für Flüchtende wie schon 2019, auch 2020 sinken. Dennoch gehen wir Freie Demokraten davon aus, dass in den kommenden Jahren steigende Ausgaben für die Integration der Geflüchteten, Schutz- und Asylsuchenden notwendig sind. Dazu brauchen wir aber auch ein stärkeres Engagement der Landesregierung, um auf Bundesebene endlich ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ließe sich zu dem einen oder anderen der vielen Förderprodukte im Bereich Verpflichtende und ja, konnte ich ja nicht wissen. Wir bitten um Entschuldigung, aber es ist gerade ein Stabswechsel hier gewesen. Ich merke es. Diese anderthalb Minuten werden nicht auch bei Ihnen angerechnet. Ja, danke schön, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ließe sich zu dem einen oder anderen der vielen Förderprodukte im Bereich verpflichtende und freiwillige Transferleistungen im Einzelnen etwas sagen, aber ich will jetzt eher auf das politische Tun bzw. Nichttun des Ministeriums eingehen. Ein Jahr ist vergangen der neuen Regierung. Keine Impulse, keine Konzepte sind erkennbar. Wir Freie Demokraten hingegen wollen ein Chancenjahrzehnt einläuten. Sozialpolitik muss Chancen eröffnen. Wir wollen einen Sozialstaat, der es den Bürgern einfach macht. Dazu fehlen leider Initiativen der Landesregierung. In Schleswig-Holstein beispielsweise erreicht das Bildungs- und Teilhabepaket die Menschen sehr viel stärker als in Hessen. Hebammenmangel. 2019 ist nichts geschehen. 2020 wird nichts geschehen. Für 2020 sind keine Mittel eingestellt. Und ob der Hebammenmangel nach 6 Jahren vom Staatsminister Klose anerkannt wird, wollte er gestern nicht sagen. Ein Jahr nach unseren Anfragen werden die Mittel für die Kinderschutzambulanz erhöht. Darüber freue ich mich besonders und will zur Koalition sagen, bitte öfters so. Eine ehrenamtliche Kinderschutzbeauftragte wäre sinnvoll, aber dazu leider keine Bereitschaft dieser Landesregierung. Letztes Jahr haben wir das Impfen diskutiert. Auch da bislang nichts Greifbares geschehen. Die Investitionskostenpauschalen wurden eben angesprochen. Ja, das stimmt, die werden erhöht. Es reicht trotzdem nicht. Und deswegen wird der Minister auch in diesem Jahr den Klinikschließungen einfach weiter zuschauen. Ein Sinnesbehindertengeld ist überfällig. Das Land erwartet Tariftreue, aber Träger bekommen teilweise zu geringe Pauschalen. Ein eklatantes Beispiel dafür sind die Integrationspauschalen in Krabbelstuben und in Kindergärten. Und dann als Letztes noch die Berufseinstiegsbegleitung. Hier haben wir es mit drei Ministern zu tun, die seit einem Jahr herumeiern, die gar nicht so genau wissen, wofür sie zuständig sind, die gar nicht so genau wissen, was sie tun und auch nicht so genau wissen, was sie wollen. Mal schauen, wie es da in diesem Jahr weitergeht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Minister bleibt also deutlich hinter den Gestaltungsmöglichkeiten zurück. Mit Blick auf das für uns Freie Demokraten so wichtige Thema frühkindliche Bildung will ich folgenden Punkt ansprechen. In den Haushaltsberatungen haben wir beantragt, das bestehende Förderprodukt frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung zu erweitern, um ein Hemmnis beim Ausbau des quantitativen und qualitativen Betreuungsangebotes zu mindern.
Fest steht, dass Hessen mit Blick auf die Kinderbetreuung einen Fachkräftemangel hat. Und diesen gilt es schnellstmöglich zu beseitigen, zumindest aber spürbar zu reduzieren. Dabei stellt auch die fehlende Ausbildungsvergütung das anfallende Schulgeld Hemmnisse dar. Diese Hemmnisse können wir beseitigen. Unser Antrag sah eine Erhöhung des Förderprodukts um 5 Millionen € vor. Dies kann der Einstieg sein, die Kommunen und Träger der Kindertageseinrichtungen bei der Gewinnung von qualifizierten Fachkräften zu unterstützen, Ausbildungsvergütungen im Rahmen von praxisintegrierter Ausbildungsmodelle zu gewähren und oder eine Reduzierung von Schulgeld für die Erzieherausbildung zu gewähren. Aber es wäre eine sinnvolle und wirksame Maßnahme, um mehr Fachkräfte für die Betreuung unserer Kinder zu gewinnen. Und dies, sehr geehrte Damen und Herren, sollte doch im Interesse aller Fraktionen sein. Leider sind die Koalitionsfraktionen unserem Ansinnen nicht gefolgt. Sie, sehr geehrte Damen und Herren von CDU und GRÜNE, verpassen damit eine Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Vielen Dank.